Herr Präsident! Liebe Kollegen, die Staatsfonds sind in den letzten Monaten vermehrt ins Gespräch gekommen, weil sie sich an Banken in Europa und den USA beteiligt haben. Viele glauben, dass diese Beteiligung nur der erste Schritt ist und dass die Staatsfonds nun zu einer groß angelegten Einkaufstour antreten, in deren Folge viele Unternehmen in Europa und vielleicht auch anderwärts unter den Einfluss oder gar die Kontrolle von Staatsfonds geraten. Hiermit vermischt sich die Angst vor politischer Einflussnahme und dem Versuch zumindest Zugang zu Technologien zu bekommen, die anderweitig nicht offen wären. Dieses vor allem, weil wir jetzt mit Partnern und Spielern zu tun haben, die bisher nicht auf der internationalen Bühne aktiv waren, nämlich Staatsfonds aus Russland und China. Das Geld wäre in der Tat vorhanden. Mit über 3 Billionen Dollar haben sie mehr als doppelt so viel unter der Verwaltung wie die international tätigen Hedgefonds. Aber wir müssen sagen, historisch gesehen gibt es keinen Grund zu dieser Annahme. Die Fonds, das ist ja schon gesagt worden, haben sich bisher als gute Aktionäre aufgeführt. Sie hatten Interesse an einer langfristigen positiven Entwicklung ihres Unternehmens und damit einer langfristig guten und positiven Verzinsung ihrer Investitionen. Trotzdem sollen wir nicht blauäugig und naiv dieser Entwicklung zuschauen. Wir brauchen Spielregeln, aber wir brauchen keine Abschottung und keinen Protektionismus. Die Staatsfonds sind nicht zuletzt ein Beispiel dafür, dass der freie Kapitalmarkt funktioniert, und wir haben ein Interesse daran, dass das so bleibt. Wir unterstützen deshalb als Liberale die Kommission in ihrem Ansatz und in ihrem Ruf nach einem Verhaltenskodex. Und wir hoffen, dass tatsächlich durch einen solchen Kodex Transparenz geschaffen wird, dass der Grund für die Investition der Staatsfonds erkenntlich wird und dass die Staatsfonds eine gute Corporate Governance einführen und sich daran halten. Wir brauchen aber eine EU-weite Lösung. Wir brauchen nicht 27 Lösungen in der EU, und wir brauchen eine internationale Lösung. Deshalb begrüße ich, was der Kommissar gesagt hat, dass schon intensive Gespräche mit OECD und dem Internationalen Währungsfonds laufen. Der freie Kapitalverkehr hat in der Vergangenheit zu Wachstum in Europa und der Welt beigetragen. Wir sollten nicht dieses gefährden in Zukunft durch Überregulierung und Protektionismus, sondern am Prinzip des freien Marktes festhalten.